zu Weihnachten waren wir sind da. Bei uns, wir haben noch viel Bett. Meine Eltern waren äußerst gläubige Leute, sehr christlich, jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Die sind ein paar Sonntage vielleicht, wo sie mal geheigt haben, wenn sie länger gekriegt haben. Aber sonst sind sie alle in die Kirche gegangen. Wir sind rauchen gegangen. Wir haben die Bräuche gehabt, alle da. Und da war die ganze Familie. Die Berstelmilch, die haben wir, wer meistens Rahm dran hat, den Löffel. Und zu Weihnachten war das bei uns. So ein scheiß Bratel gehabt. Es war ja. Geschenke hat es nicht, weiß Gott, wie viel gegeben. Muss ich eine Weihnachtsgeschichte erzählen. Wir waren Kinder, fünf Kinder. Drei Buben und zwei Mädchen. Und wir haben einen Teddybären gekriegt, zu Weihnachten, ein Geschenk. Das hat das Christkindl gebracht. Und mein Bruder war recht neugierig. Der hat oben, wenn er hergelegt hat, hat er oben gerät. Hat er wieder, hat er gesprengt. Muss ich reinschauen, hat den Schenk mit der Schau oder wenig aufgemacht. Und hat die Plätze auf die Tode nicht mehr gekriegt. dann warst du daheim bleiben und das war dann der erste Weihnachten daheim praktisch. Daheim nachher, ja. Nach dem Krieg. Ja. Kannst du dich an das noch erinnern, wie das gewesen ist? Wie das gewesen ist damals? Ja, kann dir nur sagen, weil du warst verzöfer. Mein Bruder war um 12 Jahre jünger wie ich, der Kupfer Hans. Hannes. Johann. Und der hat. Da haben wir eine Salami gehabt. Dann auf die Nacht. Eine Milch zuerst. Mit ein Kaffee mit Schlag und auf der Salami ganz was Gutes noch mal. Und der hat sie, der Hans hier so Dinge, ein Ding. Und er schaut weg, Kotz hat er mir so weggegessen. Die Kotz. Er sei Heiligtum, die Kotz. Hat er ihm da vor die. Hat er so bitterlich gewohnt, hat er ihm mein Salami gegeben. Das war, weil er so, sein Kotz hat es eh. Und im Sockhaus unten, da hat es Weihrauch gegeben, das hast du. Obwohl wir eine Zeit gehabt haben, wo das teuer war. Was? Aber für die Kinder haben die schau da. Wir haben den Sonnleitner, den Großschortner, den Fösel, den Kupfer. Waren vier Parteien und 15 Kinder. Waren im Sockhaus. Das war. Groß waren da. Der Holler-Toller, das war der Nachbar, der Bauer. Bei dem, ich bin da, wie ich schon ein wenig gegessen war, 4 Jahre war ich, aber heute noch nicht, bin schon aufgegangen. Und die haben alle zum Weihnachten, haben die alle recht lang Bett. Und die haben recht geschrieben mit ihm. Und da war so, verstanden ob mich nicht, aber Bett habe ich mit ihm. Und zu Weihnachten, da,
Und die sind in den Stall gegangen, in den Saustall, haben die Sau, die Schweinchen haben sie da schnuppern lassen. Bei der Rauchpfanne. Aber jede Partei extra, nicht miteinander. Aber wie es das vorbei war, die Rosenkranzbetten. Wir haben zwei Rosenkranzbetten, bevor das Christkind gekommen ist. Zwei. Der Freudenreiche und Segensreiche. Und auch nichts zu essen vorher. Weißt du, mehr. Und Weihnachten, nachher, wie das Christkind da war, oft nach dem haben wir zu essen auch was gekriegt. Da hat es noch, muss ich auch sagen, einen Schober mit viel Weinbier. Ein Heinig drumherum und ein Teller. Und die Butter. Der ist neben gestanden. Das war so viel gut, weil man da einen Schober, ein bisschen Butter aufgestrichen und viel Honig. Das war für die Kinder wichtig. Und das war ich eigentlich gesagt, wie mein Bruder, habe ich das schon gesagt, wie der ihm den Bauch aufgeschnitten hat für seinen Teddybären. Nicht seiner, unserer, für vier Kinder. Aber ein Teddybär für vier Kinder? Ja, war schön. Und der hat ihn untersucht. Das war so. Und nach dem Christkind, wenn sie nicht zum Meten gegangen sind, oft haben sie wieder bett. Weißt du? So war das nicht, weiß Gott, wie ihr Kalle, aber viel christlich. Viel christlich war das. Die haben oft wieder bett. Englischen Gruß oder so irgendetwas haben sie oft nachher noch einmal bett, bevor wir hingegangen sind. Ich habe ein falsches Leben gehabt, ein schönes Leben. Und ich habe Mordsfrei gehabt mit der Unterlassung. Und habe es noch.